Also es war auf alle Fälle schön, dass man bei so einem Projekt mitarbeiten hat, Kind. Und auch die Chance gekriegt als kleine Firma, dass man sowas umsetzen kann und darf. Natürlich war das nicht immer einfach, aber natürlich im Endeffekt waren alle zufrieden. Es war schon einmal lustig, auch. Man hat einmal Gaudi gehabt, auch mit den anderen Firmen. Und durch das, dass viel Holz verbaut worden ist in der ganzen Akademie, vom Keller bis zum Dach, sage ich mal, ist es natürlich schön für einen Schreiner, dass man sowas da machen kann. Es war mit den Planern gut zusammenarbeiten, obwohl alles krumm und schief war, also kühlrechte Winkel nicht haben, so wie auch Treppenbeläge, wo man sagt, die wollten halt irgendwas Außergewöhnliches, nicht jetzt irgendwie einfach was von der Stange, sondern aber irgendwie was Besonderes. Von der Akustik her sind natürlich viel mit Löchern gearbeitet worden in die Räumlichkeiten. Da haben auch Fragen gekommen, ja, wie viele Löcher habt ihr jetzt gebohrt oder wie viele Bohrer habt ihr es braucht oder wie auch immer. Aber das kann man alles im Nachgang nicht mehr sagen. Das ist ab und zu dann so ein Löcher, wenn einer sagt, da hat so eine Zeit, aber wer sollte die Löcher sein? Also, die haben auch nicht einen langen Bohrt, bis dass der fertig ist. Der Bauabschnitt 2 war halt dann natürlich im Dachbodenausbau. Schwieriger, sage ich mal. Meine Leute haben sich natürlich auch recht gefreut. Die haben dann gesagt, naja, müssen wir jetzt einmal so annähernd 2000 Quadratmeter Rigipsplatten in den Dachbaumaffi dran. Haben sie natürlich dann auch gesagt, naja, es werden lange Tage. Aber das sieht man zwar jetzt nicht mehr, aber es ist halt hinter dem Holz halt auch natürlich Technik verbaut, die halt das dann alles, sage ich mal, in den Umfang zulässt, dass sie dafür Musik passt, sage ich mal. Aber im Nachgang dann lachen wir halt dann ins Rückgehen und sagen, naja, da haben wir halt jetzt, was weiß ich, 1000 mehr von da gegangen. Dann haben wir die Platten doch da gehabt. Ja, das ist natürlich schön, wenn man sowas gemacht hat und man sieht das Fertige und man sagt, ja, das war für unser Werk, sage ich mal, das haben wir erarbeitet und es ist einfach einzigartig, sage ich mal jetzt. Mit der Akustik halt auch, nicht nur jetzt optisch, sondern auch, dass also dahinter was ist, das war halt dann einfach auch passt, sage ich mal.